Was die Abtreibung betrifft, so lehrt der Islam, dass es zwei Stadien in der Entwicklung des Embryos gibt. Das erste Stadium geht bis ungefähr 4,5 Monaten nach der Zeugung. Und danach gibt es das Stadium, wo das Embryo plötzlich ein inneres Bewusstsein entfaltet und sich wirklich als eigenständiges Wesen herausbildet. Und das ist das zweite Stadium, die zweiten 4,5 Monate. Der Islam sagt, dass die Mutter das Recht hat, dann, wenn sie merkt, dass die Entwicklung in ihr nicht gut ist und sie sich nicht wohlfühlt mit dem ganzen Verhalten und sie Schwierigkeiten befürchtet hinsichtlich etwa des Aufbringens des Kindes, des Erziehens des Kindes oder der Kinder und ähnliche Symptome, dann hat sie das Recht, also es ist kein Verbrechen im Sinne des Islams, das Kind abzutreiben. Die Situation ist anders, dann wenn das Kind entsprechend sich geformt hat und einen eigenständigen Charakter sozusagen herausgebildet hat, dann ist der Islam sehr strikt. Und nur in der Situation, wenn ein Arzt feststellt, dass das Leben der Mutter in Gefahr ist, falls das Kind beibehalten bleibt, dann ist es erlaubt, das Kind abzutreiben, aber ansonsten ist es nicht erlaubt. Next. Why Muslim men can marry a non-Muslim woman, but a Muslim woman cannot marry a Muslim man? Emilio Viudes. It is for the sake of protection of women from undue oppression by their husbands. You see, naturally, men are stronger in their physique than women are. And in every society, not only in Muslim society, but in every society, generally men dominate the culture of their house. And when children are born to a non-Muslim father, it is quite likely that she would hate his wife to make them religious. She would consider it to be a stupid act or bygone days. And if he happens to be a strict Jewish person and a strict Christian person, in both cases, he would not permit his Muslim wife to bring up the children against the father's faith. Now, this may not be a strict rule, a law of the land, but this is what we have found actually happens. So Islam believes in realities. To protect women from this unfortunate possibility of their not playing any role in their children's upbringing, Islam prevents their marriage with non-Muslim husbands. Now, I know from my personal experience, many Ahmadi ladies reject the Ahmadiyya discipline and marry non-Muslims and others. We cannot force them not to. We consider their children to be genuine children as though of genuine marriage. But they always repent. This morning, I had some ladies who complained of exactly the same thing which I'm telling you. One of them said that I married a non-believer. This is my fault. And then she broke down crying. She could not continue with the story of her misery. She said, although she is all right with me, but she does not permit me to raise my children according to any faith. And this is what I'm suffering from and continuously suffering from progressively.
I have come to a stage where I do not know whether I should seek divorce. But if I do, even then, the husband would not leave me alone. According to the courts, I don't know what decision may be taken. So she wanted my advice. I told her it is too late. When she did not take the advice of God seriously, how can I help her by my advice when it is already too late? Die Frage war, warum können muslimische Männer eine nicht-muslimische Frau heiraten, aber eine muslimische Frau darf keinen nicht-muslimischen Mann heiraten? Hazur sagt, dass die Realität die ist, dass ein Mann eine stärkere Physis, einen stärkeren Körper hat und meistens in einer Ehe auch eine leitende Rolle dabei spielt, was für eine Kultur im Hause herrschend ist. Und wenn er ungläubig ist, dann wird er es hassen, dass seine Frau, wenn sie Muslimin ist, ihr Kind so erzieht, dass es islamisch aufgezogen wird nach islamischen Vorstellungen. Und wenn er ein Jude ist, dann wird er alles dran setzen, dass sein Kind als Jude erzogen wird. Und wenn es ein Christ ist, wird er alles tun, dass sein Kind als Christ erzogen wird. Und das mag zwar nicht die Regel im Lande sein und allgemein, aber Islam ist eine Religion der realistischen Wahrnehmungsweise. Und das ist die Realität, die ich oft genug erfahre. Nur ein Beispiel. Ich habe heute einen Besuch bekommen von einer Frau, die von mir geweint hat, zusammengebrochen ist fast. Sie hat gesagt, ich habe einen Ungläubigen geheiratet und möchte meine Kinder auf die Art und Weise der Gemeinde erziehen, und der Mann ist vollkommen dagegen und erlaubt das nicht. Und sie hat meinen Rat erbeten und hat gesagt, vielleicht soll ich mich scheiden lassen, was soll ich tun, aber selbst wenn ich mich scheiden lasse, dann weiß ich nicht, wie das Gericht handelt und ob ich dann die Kinder zugesprochen bekomme. Also hat ihr geantwortet, es ist zu spät. Die Realität ist die, dass du die Leitung Gottes abgelehnt hast, da als es möglich war. Wir zwingen niemanden, wir können niemanden, keine Frau zwingen, nicht außerhalb der Gemeinde zu heiraten. Wenn sie es tun, das sind die Konsequenzen. Du hast das geleugnet, was Gott von dir verlangt hat. Und wie kann ich dir jetzt helfen? Wie soll das sein? Die reale, realistische Wahrnehmungsweise ist die, dass einfach zu spät ist, jetzt noch was zu tun. The opposite of this is always true, is almost always true, mostly true. What I mean to say is that here I know hundreds of young Ahmadi boys who married a non-Muslim German girl, and sometimes a non-Muslim Albanian or Bosnian girl. And it's amazing how they cooperate with him in the upbringing of his children according to his wishes. So this is natural. Islam is a religion of nature. It's not a religion of just letters. So you can find out from the cases of non-Muslim girls in Germany who have married Ahmadi Muslim husbands, despite the fact that I always strongly prevent them from coercing their women into any faith, I strictly demand of Ahmadi wives who have married a non-Ahmadi or non-Muslim girl not to impose their religion on their poor ladies. They do not. But gradually I have noticed women have a better character in this regard than men. They always cooperate, almost always. When they do not, then such marriages terminate into divorces normally. But in most cases, they are happy, successful marriages.
Und im gegenteiligen Falle ist es ganz anders. Wir sehen, dass Ahmadi Jungs, und es gibt hunderte von ihnen, die in Deutschland deutsche oder bosnische oder albanische Frauen geheiratet haben, dass diese Ehen funktionieren. Und zwar deswegen, weil die Frauen kompromissbereit sind, eben in diesem Falle der Erziehung. Und es ist so, dass ich meine Ahmadi Jungs ganz eindringlich und stark auffordere, auf keine Art und Weise ihre armen Frauen auf irgendeine Art und Weise zu zwingen, etwa die nicht Ahmadi Frauen oder nicht muslimischen Frauen zwinge, Islam anzunehmen. Das ist ihnen streng untersagt, aber die Tatsache ist die, dass die Frauen von Natur aus offensichtlich ganz anders sind in Bezug auf diese Ehefragen und eben viel kompromissbereiter sind und ganz anders umgehen. Und es gibt einige wenige Fälle, wo es zu Scheidungen gekommen ist, aber die überwiegende Mehrzahl ist, funktioniert wunderbar. Next, please. Are you for separation of state and religion, or is Sharia the only religious institution which you accept? Sind Sie für eine Trennung von Staat und Religion? I am a very strong, yes, please, please. Oder ist die Sharia die einzige religiöse Institution, die Sie akzeptieren? Who asked this question? This group. Thank you. I very strongly advocate, according to the teaching of the Holy Quran, that religion has no right to be considered as a valid coin in running the state. States should be completely free from any religious influence over them, where they belong to extremist Jewish states or extremist Christian states like in Ireland, or anything, extremist Hindu state. Islam very strongly prohibits the influence of their religion or the way they conduct their government. According to Islam, even if some people of their land had previously shown them enmity, the memory of that enmity should not persuade them to treat them with injustice. So only one thing is valid in Islam: running of state with absolute justice. And when I talk of that, I apparently remove religion from every state, but in fact I introduce religion to every state, because the fundamental value of each religion, if it is divine religion, must be absolute justice. So in a manner of speaking, Islam advises every state to behave according to the divine will, that they must treat their subjects with absolute justice. And that is the only advice of how state should be run, rendered by Islam to Muslims. So wherever you find such Muslim orthodoxy who have a different view from this Islamic view, which is very clearly stated in the Holy Quran, they are responsible for this view. The Quran is not. They want to dictate terms in the name of religion, while religion does not dictate those terms. It's impossible for a Muslim state to remain Muslim and at the same time treat her citizens with injustice. So I hope this answer will satisfy everyone who may have entertained doubts about this. So I reject the fundamentalist view because it is non-Islamic. And they are responsible for earning Islam a bad name by their own stupid and arrogant behavior. So that is why I loathe their attitude doubly so. They behave like non-Muslims,
because they're not working as Islam, as at the teaching, they don't follow the teaching of Islam. And they're worst enemies of Islam because they're earning Islam's bad name. Also sagt, nach den Regeln des Korans, das ist eindeutig drin geschrieben, glaubt ihr fest daran, dass es unbedingt eine Unterscheidung geben muss, und zwar, dass, dass die Religion kein Recht hat, in die Staatsangelegenheiten hineinzuspielen, und dass der Staat kein Recht hat, sich in religiöse Angelegenheiten einzumischen. Was immer für eine Haltung eingenommen werden mag in Irland, im extremistischen Irland oder im extremistischen in Hindu-Staaten, das Resultat ist, dass auch bei diesen Staaten oder bei anderen Staaten, die religiöse Fundamente meinen, vorzeigen zu müssen, die Grundlage, die ihrer Religion eine andere ist. Es ist nämlich nicht so, dass ich von der Religion, dass ich vom Staat alles Religiöse wegnehme und sozusagen die Religion von allem Staatlichen befreie. Im Gegenteil, es ist so, dass ich den Staat zurückführe auf die Grundlage der Religion, und die Grundlage der Religion, die eben bei allen Staaten, die sich nach der Religion orientieren meinen wollen, die absolute Gerechtigkeit in allen Situationen ist. Und wenn Mullahs, die sogenannten Fundamentalisten, anderes fordern, dann widerspricht das völlig dem Koran, und sie verhalten sich wie Nicht-Muslime. Sie sind arrogant und sie sind dumm, und sie schaden dem Islam ungeheuerlich, weil sie Menschen in ihrem Geltungsbereich zwingen wollen, eine bestimmte religiöse Haltung zu akzeptieren, und das ist nicht im Sinne des Islams, der die absolute Gerechtigkeit fordert. In dem Sinne bin ich völlig für die Trennung von Staat und Religion. At the same time I admit that it is too high an ideal for states to follow. Even in Germany, you consider your state as a state which exercises absolute justice, but it is wrong. I do not want to adversely criticize any government of the world, particularly a German government, while I am a guest of Germany, but I believe every German will agree with me that no government of Germany has ever been absolutely just in their treatment of their own people, as well as in their treatment of foreign countries. This is a truth, a bitter truth, but a truth. So what is the alternative advice which I can give according to Islam, which is more acceptable to everybody, not only to Germans, but also to Africans? So I'll explain this to you in relation to my answer to the then president of Sierra Leone when I visited Sierra Leone. He posed a similar question to me. In fact, he wanted my full support on his philosophy of how states should be run. So when I answered him, then even he had to applaud that now this philosophy is completed. I only presented half of it to you, and the other half is supplied by you to me. So, to make the matter more interesting, I'll quote that incident after the translation. Also sagt, gleichzeitig müssen wir zugeben, dass dieses Ideal zu hoch ist für einen Staat, als dass man ihm wirklich folgen könnte. Absolute Gerechtigkeit wird nirgendwo wirklich praktiziert. Und Hasur möchte nicht auf eine merkwürdige Art und Weise die Staaten kritisieren, speziell nicht Deutschland, dessen Gast er ja ist. Aber jeder Deutsche wird ihm Recht geben müssen, sagt Hasur, dass die deutschen Regierungen, wann immer sie existiert haben, niemals vollkommen gerecht
gerecht gewesen sind gegenüber ihrem eigenen Volk bzw. gegenüber dem Ausland. Und um das zu illustrieren, möchte er eine Geschichte erzählen, zumal diese Situation auch Afrika betrifft. Er war einmal Staatsgast in Sierra Leone vom dortigen Präsidenten und der dortige Präsident hat ihm etwas vorgetragen zu dieser Frage und wollte, dass Sassou eben applaudiert und zustimmt. Und Azur hat daraufhin geantwortet und hat dann die Zustimmung des Präsidenten gewonnen, der gesagt hat, nun ist die Vorstellung vollkommen. Und Azur möchte jetzt dieses Beispiel erzählen. I'm talking of the good old days when wonderful peace prevailed all over Sierra Leone. And the president of Sierra Leone at that time was a Christian. So he was kind enough to grant me audience because he believed that embassies have never interfered with state affairs. So he had granted me audience, among other things, to express his gratitude for embassy attitude. So, yes, please. Shall we continue? Yeah. No, okay. So, when I met him, among other discussions, he said, I want to thank you for the Ahmadiyya attitude, but I want also to tell you the principle which controls my running of the government. The principle is that religion must never be permitted to interfere with state affairs. It is because of this that you see peace. I said, dear Mr. President, let me add to this. The ideal is only half expressed. The other part is that state should never be permitted to interfere in religion. So if you hold this balanced view, state should not interfere with any religion, religion should not interfere with state, this is a perfect policy. This is what I advise the people living in Germany as well, and the German government too. Please do not interfere with any religion which is followed by the German citizens. And no German citizen holding his own religion should be permitted to interfere with the state affairs. This is a formula which is workable everywhere. Also sagt, es war zu der guten alten Zeit, als in Sierra Leone noch Frieden geherrscht hat und er war eingeladen und Gast und Ehrengast vom Präsidenten von Sierra Leone, einem Christen, und der Präsident hat ihn Trost gebeten und ihm Audienz gewährt und gesagt, er hat deswegen große Freude, Hasu zu empfangen, weil die Ahmadiyya Muslimjamaat so viel getan hat für das Land. Und dann hat der Präsident Hasur sozusagen seine Ideologie erklären wollen und gesagt, die Bedingung aber, dass sie hier sind, ist die, dass die Religion keinen Einfluss nehmen darf, also keinen Einfluss nehmen darf oder nicht sich vermischen darf mit den Staatsangelegenheiten. Und Azur hat gesagt, Sir, entschuldigen Sie bitte, ich finde diese Ansicht zwar richtig, aber ich habe etwas zu ergänzen und die Ergänzung ist die, dass ich auf dieselbe Art und Weise der Staat auch nicht in die Angelegenheiten der Religion einmischen sollte. Und dann ist das Bild erst vollkommen. Und da hat der Präsident zugestimmt und deswegen, sagt Azur, gebe ich den Rat an jede Regierung und speziell an Deutschland, wenn man nach dieser Formel lebt, dann kann es Frieden im Lande geben. Wenn Deutschland jeden seiner Bürger nach seiner Religion leben lässt und sich nicht in die religiösen Angelegenheiten der Menschen einmischt und umgekehrt die Menschen nicht ihre Religion in die Staatsangelegenheiten hineinmischen wollen. Now I'm told by the Amir Sahib of Germany, the chief boss of German Jamaat here,
that officially the time is over, but we started a bit late. So I have requested him to grant me permission to continue this session up to 8:15. After that, because we have to leave for Belgium, so he has been kind enough to remind me that you have to take a journey, so please stop it sooner than later. Next question, what will happen in Pakistan if there the Sharia will be introduced? Was wird Ihrer Meinung nach in Pakistan geschehen, wenn dort die Sharia eingeführt wird? Mit Sharia. Wer hat diese Frage gestellt? Have you read it in German language? Was wird Ihrer Meinung nach in Pakistan geschehen, wenn dort die Sharia eingeführt wird? Who asked this question? You did? Oh, there. They're very behind. You see, the word Sharia means Islamic law. And as many as there are Islamic sects, there are as many concepts of Islamic law. So the first question which has to be asked, which Sharia? The so-called Sharia, which is being thought of, considered, to be imposed on Pakistan is the Sharia of the present ruling party. And most of the people of Pakistan reject it as Sharia. They consider it only as a means to be provided to the government to continue their rule and to continue their dictatorship. According to the most critics in Pakistan, this Sharia is not found anywhere in the Holy Quran. This is the Sharia, the so-called Sharia, which is completely contradictory to the teachings of the Holy Quran. So that is why I asked, which Sharia? Now, imagine, according to this Sharia, which is being considered to be imposed, Nawaz Sharif, as the chief of this Muslim state, will have absolute right to cancel all legal decisions by any courts regarding anything. And he will acquire the right to dismiss judiciary entirely. Is this law of God? What else is the name of law of man? So he is trying to acquire the role of God into his hands and call it Sharia. So I hope, as many critics from Pakistan hope, that such a Sharia will never be imposed on Pakistan. But whatever it is, it may create problems for Ahmadis in particular. But already many Ahmadis are created, many problems are created, and still we go on marching forward. If the problems are created for Ahmadis for the sake of our being godly people, then we do not care. Let us suffer and let them try to make us suffer. God will take care of us, He who has always been taking care of us. So stellt die Gegenfrage, was für eine Scharia würde dort eingeführt werden? Von welcher islamischen Sekte oder Gruppierung? Denn jede islamische Sekte oder Gruppierung hat ihre eigene Scharia. Und das, was in der Politik diskutiert wird dieser Tage, ist die Vorstellung von Nawaz Sharif, dem Herrscher und dem Führer der regierenden Partei, dass er seine Vorstellung von Scharia, von islamischem Gesetz, in Anführungszeichen, einführen möchte. Und dieser Form von Scharia steht das Volk von Pakistan zumeist sehr oppositionell und sehr anti gegenüber. Diese Vorstellung von Recht gäbe Nawaz Sharif das Recht,
eigenständig alle Gerichtsentscheidungen zu streichen oder zu entscheiden, wie er es möchte, und Richter nach Gutdünken zu entlassen oder einzusetzen. Das wäre eine Entscheidung gegen das Volk. Und Herr Zu sagt gleich, wie viele andere Kritiker Pakistans, hoffe ich, dass es nicht dazu kommen wird, dass dieses Zwangsgesetz Pakistan unterdrücken wird. Wenn es denn so sein sollte, dass es irgendeine Form von Gesetz in Pakistan gibt, das Scharia genannt werden wird, dann wird es sicherlich eine Verschlimmerung der Lage der Ahmadis dort bedeuten. Und wenn wir es erleiden müssen als gottgewolltes Volk, dann werden wir es erdulden, denn Gott wird uns stützen und Gott wird uns helfen. One small question. I want to know what is written on this ring and what it means. And as a Christian, I am allowed to wear this ring. Die Frage ist, ich möchte gerne wissen, was auf meinem Ring steht und was es bedeutet. Darf ich als Christ diesen Ring tragen? First of all, the ring which I am wearing, similar rings are worn by many Ahmadis. The inscription on this ring reads, "La alaysa Allahu bikafin abda." Is not God sufficient for His servant? Now, this is common to every religion. It is no proprietary of Islam. And this is how the Holy Quran addresses this question. God, anybody who believes in God, he must always also believe that he is sufficient for his needs. So this is the message of this ring, and every Christian can wear this ring if he so likes. Anybody belonging to other faiths, the only condition is he must also believe in God. He can wear this ring, it will be meaningful. And at time of troubles, just look at the ring. Encourage this person to confront difficulties, because he's reminded that his God is alive, is powerful. He can take care of his servants. Now, how this ring came into being is a very interesting story. I'll tell this story, and with that, I take your permission. Will part, inshallah. The founder of the Ahmadiyya community was once told through revelation that the following night his father will pass away. His father would pass away. Now he depended entirely for his clothes and food, etc., upon whatever his father gave him. He was not interested in his family estate. And he had no knowledge of what estate was. So, for a passing moment, he thought, what will happen to me? At that moment, he heard the voice of God with great force. Is not God sufficient for His servant? What do you mean by entertaining this thought, this fear? You have always been styling yourself to be my servant. So is your father taking care of you? It is I who take care for everyone. At this, he fell crying. He suffered so much for that passing thought of suspicion that during that moment God revealed to him words of peace. And he immediately sent someone to the nearest township where signet rings could be made, which was 36 miles west of Qadian, Amritsar. So the first ring with this insignia was made for him in Amritsar
immediately after this revelation. Now, I'm lucky enough to have inherited that ring, and this is it. This is what he wore all his life afterwards. This is what I wear now and will wear until my death. Because this ring, you know, is an amazing act of God, that this ring was inherited through lots by my father, who was also the caliph, who became also caliph later on. He did not inherit it just by the virtue of his being the eldest son. Lots were thrown, and then his name came for this ring. So when he became the caliph, he realized that God had granted him this, not just being elder, but for the sake of the Jamaat and for the sake of religious leadership in Jamaat. So he made a will that after my death, this ring will pass on to whoever becomes the Khalifa of the Jamaat. So that is why I am wearing this, the same old ring, mashallah. Please. Hazur, die Inschrift auf diesem Ring lautet: Allah Salah bekafen Abduhu, auf Deutsch, genügt Allah nicht für seinen Diener. Und jeder kann diesen Ring tragen, vorausgesetzt er glaubt an Gott. Denn wann immer man in Schwierigkeiten ist, wenn man auf diesen Ring dann schaut und dann sieht, genügt Allah nicht für seinen Diener, dann weicht die Furcht vor den Schwierigkeiten. Und man gewinnt neue Stärke. Die Geschichte dieses Ringes ist sehr interessant und ich möchte sie kurz erzählen. Und mit dieser Erzählung werde ich den heutigen Tag hier beenden und dann abreisen. Es ist so, dass der Gründer der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde, Hazrat Olam Ahmad Friede sei auf ihm, zu einer Zeit, als die Gemeinde noch nicht existiert hat, im Hause seines Vaters gewohnt hat, als Mensch, der sich vollkommen der Religion zugewandt hat und keine anderen Interessen hatte. Und sein Vater kam völlig für ihn auf bezüglich der Kleidung, des Essens und so weiter. Und eines Abends offenbarte Gott Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Friede sei auf ihm, dass sein Vater sterben würde am nächsten Tag, oder dass sein Vater sterben würde. Und ein Gedanke durchzuckte den verheißten Messias, was wohl aus ihm werden würde. Und dieser Gedanke war sehr schmerzhaft, weil es ein Element des Misstrauens gegenüber Gott beinhaltete. Und er fürchtete um diesen Gedanken. Und daraufhin traf die Offenbarung ein und Gott beruhigte ihn und sagte zu ihm: Genügt Allah nicht für seinen Diener. Und der verheißte Messias, Friede sei auf ihm, hat sofort dann einen Boten nach Amritsar, das ungefähr 36 Kilometer von Qadian entfernt liegt, geschickt und einen Ring herstellen lassen, den der Amritsar, den der Kalif jetzt trägt. Und nachdem als der verheißte Messias, when he was deciding to draw it by lot, after his death, after the demise of the founder of Ahmadiyya, it was considered who should inherit which ring. Hmm. So I think it was my grandmother who had decided that let's leave the question to God and let's draw lots. So God will see to it that whoever deserves a certain ring, he would be given that ring. Und nach dem Tod des verheißten Messias wurden seine Ringe aufgeteilt unter seinen Söhnen und die Frage war, wer bekommt welchen Ring? Und ich glaube, es war seine Großmutter, die gesagt hat, Gott solle das entscheiden, sodass Lose gezogen wurden. Und der zweite Kalif hat dann dieses, also der älteste Sohn, das war, hat er mit dem Bashir und Mahmud, aber was war das, der älteste Sohn? No. He was the eldest son, of course,
but not the Khalifa at that time. Der spätere zweite Kalif hat dann diesen Ring bekommen und er sah das dann so an, dass er im Testament verfügt hat, dass nach seinem Tode immer derjenige diesen Ring bekommen sollte, der Khalifa würde. Und so ist der Ring an die Hand des Kalifen gekommen, den er gerade gezeigt hat. Therefore he became Khalifa. And during that period he thought that God had so designed for him to inherit this ring, because he knew he would become a Khalifa. So it is for the sake of Khalifa that he has been granted this ring. So then he willed that after my death, this will always be handed over to the next Khalifa. Do you understand? Also zur Zeit, als dieses Los gezogen wurde, war Hazrat Mirza Bashir Mahmud Ahmad zwar der älteste Sohn, aber er war nicht Khalifa. Zu der Zeit war Khalifa Nuruddin Khalifa. Und später hat dann der zweite Kalif, nämlich Hazrat Mirza Bashir Mahmud Ahmad, der den Ring sozusagen gewonnen hatte, gesagt, das war die Bestimmung Gottes, dass ich diesen Ring durch den Losentscheid bekommen habe, weil Gott vorausgesehen hat, dass ich Khalifa werden würde. Now let me add one important request. If anyone decides to wear this ring, he should be mindful of the fact that he should not touch filth with the same hand, because it will be disrespectful of the words inscribed here. So that is the only request I make, otherwise anybody can wear. Also sagt, ich möchte nur eins hinzufügen, bitte diejenigen, die einen solchen Ring tragen, mit dieser Hand, wenn sie den Ring trägt, keinen Schmutz zu berühren, weil das eine unrespektvolle Handlungsweise gegenüber Gott wäre. Das ist die Bedingung, die damit verbunden ist, den Ring zu tragen. Also mit Schmutz meint man, wenn man auf Toilette ist oder ähnliches. Now I've been just told that two ladies who are present in this session have decided to become Muslims and enter Ahmadiyya Islam at my hand. They want to do it now, but for some time now I have discontinued this practice of holding bad sessions immediately after the session, because it may embarrass many others. So I request them to stand up to confirm as to who they are, if they like to. Would they like to stand up? I think so. They would like that Hazur prays for them. Who are they? Hazur sagt, er hat gerade erfahren, dass zwei Damen, die hier anwesend sind, gerne Mitglied der Ahmadiyya Muslimgemeinde werden möchten. Aber seit einiger Zeit möchte er nach solchen Veranstaltungen keine öffentliche Zeremonie mehr machen, durch die Menschen in die Gemeinde eintreten können, weil andere, die anwesend sind, sich dadurch nicht angezogen, sondern davon irgendwie beunruhigt fühlen möchten. Und deswegen möchte er es nicht tun. Aber wenn die beiden Damen aufstehen möchten, sodass er so sie sieht und er für sie beten kann, dann möchten sie es bitte tun. Now they have also requested me to give them new names. They call them Muslim names. While in fact any name which does not carry the sense of idolatry is accepted in Islam as a Muslim name. So a large number of people from Arabia joined Islam at the hand of the founder of Islam, whose name were not changed until they had the sense of idolatry. So if your names as good enough or good enough, you may continue with those names. But if you still insist that I should give you some additional name, then you better write it down and hand it over to the Amir Sahib or the administration. So I'll send you new names by mail.
Also sagt zur Zeit des Heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen Allah sei auf ihm, gab es viele, die dem Islam beigetreten sind und die ihren Namen behalten haben, weil der Prophet sagte, solange keine götzendienerischen Eigenschaften oder Bedeutungen mit einem solchen Namen verbunden sind, könnten sie ihren alten Namen ruhig beibehalten. Aber heutzutage ist es oft so, dass Menschen, die in den Islam eintreten, einen neuen Namen behalten möchten und sei es nur als zusätzlichen Namen. Und in diesem Falle, wenn eine der beiden Frauen ihren Namen durch einen zusätzlichen Namen ergänzt haben möchte, ich möchte sie bitte an den Emir von Deutschland einen Zettel reichen, wo diese Bitte draufsteht mit ihrem Namen und der Adresse. Und also wird dann durch die Post entsprechend einen Namen schicken. With that I take leave of you. Thank you for this wonderful session. I enjoyed it thoroughly. And now I don't want to keep you away from your food, which is awaiting upstairs? Yes. Correct. So now you can move to the table, which is already laid for you. I hope you'll enjoy your food very much, inshallah. God bless you, and I take leave. Vielen herzlichen Dank. Er hat die Veranstaltung durch und durch genossen und er möchte sie nicht weiter abhalten von ihrem Essen und verlässt jetzt uns. Ich bitte aber die Anwesenden noch für einen Moment